Für mich als Kirchenmusiker ist das natürlich auch immer wieder eine Herausforderung, wenn ich hier an dieser Orgel sitze und weiß, da ist 100 Jahre zuvor Anton Bruckner gesessen und hat improvisiert. Stiftsorganist Magister Klaus Sonnleitner bringt uns im Stift St. Florian die berühmte Bruckner-Orgel näher. Hier sehen wir eine der 7386 Orgelpfeifen der Bruckner-Orgel. Und die erzeugt einen charakteristischen schnarrenden Klang, weil hier eine Metallzunge den Ton erzeugt. Die größten Pfeifen haben über 300, 350 Kilo. Die Orgel ist zwar nicht mehr die, die Anton Bruckner gespielt und gehört hat, wie man auch am Spieltisch sieht. Sie wurde mehrfach verändert, vergrößert, auch elektrifiziert. Dennoch lebt der musikalische Geist Anton Bruckners in St. Florian weiter. Anton Bruckner war für seine Zeit ja ein Ausnahmeorgelspieler, kann man sagen, obwohl er keine Orgelwerke als solches hinterlassen hat, denn er war ein Improvisator. Und das ist auch ein Ansporn, sich da zu bemühen, wenn man weiß, er liegt unter der Orgel in der Gruft begraben. An den 1896 verstorbenen Komponisten erinnert auch dieses Zimmer im Gästehaus des Stiftes. Gegen Voranmeldungen gibt es im Stift Orgelführungen, immer wieder Konzerte und jedes Jahr die Bruckner-Tage.